Wir fordern einen Strategiewechsel in der Corona-Politik. Unter diesem Motto ist ein Video entstanden, das unter Beteiligung diverser Wir-Mitglieder produziert wurde und das die Stimmung großer Teile des Bassumer Gewerbes und des Einzelhandels spiegelt. Sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzender der Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum e.V. begrüße ich alle sehr herzlich, die sich unser Protestvideo anschauen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Mike Bandorski und als Vorsitzender bin ich ehrenamtlich für die Wir tätig. Der Umgang der Politik mit den Menschen in der Pandemie stellt die Wir in keiner Weise zufrieden. Wir halten es für vertretbar, den Einzelhandel, die Friseure, Kultureinrichtungen, Sportstätten sowie das Gastgewerbe uneingeschränkt und unabhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes mit einer Begrenzung der Personenzahl sowie unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften zu öffnen. Mir und meinen Mitstreitern des Vorstandes ist es sehr wichtig, die Geschäftsleute vor Ort gerade in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen. So ist die Idee entstanden, anhand eines Videos auf die Situation auch in Bassum aufmerksam zu machen. An der Herstellung des Films haben viele mitgewirkt, denen ich dafür sehr danke. Wir können, wir müssen, lasst uns öffnen. Inzidenzzahlen sind nicht alles. Wir sind auch Gastro, jetzt öffnen. Planlos, ratlos, konzeptlos, machtlos. Verantwortungsvoll öffnen, jetzt. Nicht hinzunehmende Ungerechtigkeit. Hand in Hand zur Normalität. Hilflosigkeit der Politik führt zum Exitus im Handel und in der Gastronomie. Wir müssen öffnen, Sport und Gesundheit sind wichtig. Mit AHA in eine kontrollierte Öffnungsoffensive. Wir brauchen die Gastronomie. Schluss mit dem Berufsverbot. Das ist ein desaströses Krisenmanagement. Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind wichtige Bausteine unserer Gesellschaft. Die Pandemie annehmen und lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit? Verantwortungsvoll öffnen, jetzt. Mehr Gehör für Unternehmen. Discounter dürfen, was der Einzelhandel nicht darf. Wir sind Einzelhandel, jetzt öffnen. Zu viel Bürokratie. Hand in Hand zur Normalität. Kollateralschäden im Blick behalten. Die Kinder sind die größten Verlierer. Klare Regeln und klare Konzepte gleich Öffnung. Keinen weiteren Lockdown.